Ja, ein herzliches Willkommen, ihr lieben Leute von heute, zur nächsten Folge vom Ranch Simulator. Ich muss da ganz kurz was machen, Leute. Mal schauen hier. Ja, hier haben wir wieder meine Fresse. Servus! Nächste Folge vom Ranch Simulator. Die Runde habe ich gerade so offline gemacht. Ich habe jetzt 9000 Dollar, weil ich jetzt wieder offline halt die 2500 Dollar Aufgabe gemacht habe. Offline, also das mit den Schätzen. Ja, und wenn ihr halt wissen wollt, wo die Schätze sind, dann schaut halt zurück zu Schätze der alten, aus alten Zeiten, Leute. Da gibt es eine extra Folge, da seht ihr, wo die versteckt sind. Die Schätze. Jo, also. Wie soll ich. Schaut mal. Ja, meine Landwirtschaft ist auch schon am Laufen. Momentan wächst nichts. Aber normal braucht einige Zeit, Leute. So, ja. Ich hole mir für die Käseproduktion jetzt noch Schimmel. Schimmel! Ganz kurz noch schnell. Verkaufe ich noch ein paar. Ich weiß nicht, verkaufe ich. Nö, dann werde ich wieder Käseproduktion machen, Wurstproduktion machen. So wie es sein soll. Ja, das wollte ich jetzt offline nicht machen. Immerhin ist es ja ein Let's Play. Ja. So. Zack, zack, zack. Ich brauche auf jeden Fall folgende Sachen. Öl könnte ich wieder verkaufen. Aber jetzt einmal nicht. So. Erstens einmal brauche ich 4 Weizensäcke. Weißschimmel nehmen wir einmal, zweimal, dreimal. Blauschimmel nehmen wir einmal, zweimal, dreimal. Na, Blauschimmel. Weißschimmel ist nur Ziege, sonst brauche ich eh eigentlich nichts. Tomatensamen würde ich sagen, nehmen wir mal 1, 2. Erdbeersamen 1, 2 und das war's, weil ich will jetzt nämlich auch den Garten machen, Leute. Meinen Garten, das ist schön. So, wir haben 4 Säcke haben wir da jetzt. Weizen, weil meine Hühner wieder hungrig sind. Schaut einmal darauf, Leute, wo das gelandet ist. Ach du Schande, 9 ist mein Wecker läutet. Ich nö nicht wegen Schlafen, sondern wegen was anderem. So, da haben wir dann die Säcke Weizen, so soll es sein. Und jetzt haben wir da einmal den Schimmelding, Schimmelding. Zack. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall ordentlich einkaufen. Das muss nämlich sein, Leute. Ja, die Erdbeersamen und Tomatensamen habe ich eben, wie gesagt, für meinen Garten, der jetzt dann später irgendwann, heute jetzt in der Folge, keine Ahnung, kommt. So, da haben wir da mal die Samen. Er hat Samen gesagt. hey, da ist noch eine Patrone am Boden. Die habe ich damals vergessen, tatsächlich. Okay, dann ist es halt so. Da haben wir noch was. Da haben wir noch Samen. Hey, da haben wir noch Patronen, Leute. 24 Kugeln, die habe ich damals, das war einer der ersten Folgen. Leute, habe ich die vergessen? Aha! Habe ich da noch irgendwo Samen? Nö, ne? So, ihr Lieben, dann haben wir da mal ordentlich eingekauft. Und jetzt fahren wir mal. Weil die Hühnchen brauchen wieder Futter, Leute. Ja, ein Silo wäre wieder gut, aber da müsste ich wieder Holz machen. Beim nächsten Mal Holz machen, das werde ich wieder offline machen, damit ihr nicht da zuschauen müsst, die ganze Zeit nur
Holz gehackt wird, die ganze Folge lang. Nö, das ist nicht toll. So. Gut. Ja, weil Weizen habe ich noch nicht am Start. Der wächst jetzt erst, also momentan muss ich es halt noch kaufen, Leute. So. Zack, Dankeschön. Ich werde mal die ganzen... Aua, jetzt haue ich mir die Tür am Schädel. Ja, für die Produktion werde ich mal hier mal den Schimmelkäse, Schimmelblau, Schimmelweiß, Schimmelblau, Schimmel, keine Ahnung, mal da reinlegen. Und den Rest lege ich da in die Kammer rein. Für was habe ich die denn? Ja, dann lege ich die mal da her. Zack, den Schimmel. Wunderbar. Jo. Sehr gut. Für Käse hätte ich wieder was. Werde ich wieder Käse produzieren? Fragezeichen. Wahrscheinlich. Weil es muss was vorangehen, Leute. Auf jeden Fall. So, passt. In die Abstellkammer. Speisekammer. Ich glaube, das ist sogar die Speisekammer. Ja, einkaufen warte ich ja mal. Das ist schön. Ein wunderschönes Haus habe ich hier. Das ist wirklich schön, Leute. So, ja, das ist ein Gerenne jetzt. So, da haben wir noch einen Schimmel. Wir haben ja, ich glaube, 3-3 gemacht. So, wunderbar, passt. Und die Samen. Ich werde jetzt aber mal die Hühner füttern. Die Hühner füttern. Ja, so soll es sein, Leute. Servus. Mein Wasser. Leute, ich habe kein Wasser mehr. Kann ich das eigentlich da? Nö. Okay, ich muss mal neu... Ach, Leute... Das ist leer, wie kann man das ver... Also das kann man einfach so verkaufen, ne? Gut, dann verkaufe ich das mal. Schade. Ich verkaufe... Oh, Leute, verkaufen und kaufen, was ist denn da schon wieder? Denn, also die brauchen mal was zum Futtern und zum Trinken, weil dieses Ding ist leer. Ich will aber keinen Futtertrog jetzt extra bauen. Ich will jetzt keinen Futtertrog extra bauen, Leute. So, da haben wir das letzte Säckchen. Die Tomaten. So, der hat jetzt wieder was zum Fressen. Die Tomatensamen gebe ich auch einmal in die Speisekammer. Und die, also Tomatensamen, die Erdbeersamen und Tomatensamen gebe ich da mal her. Ja, wunderbar. Wir haben da drei, viermal, okay, haben wir das, glaube ich, genommen. Ja, wurscht. Zwei, zwei, genau. Das
Strawberry steht eh oben, Strawberry und Tomato, ne? Ist immer so blöd, dass man nur eine Sache tragen kann. Das ist schier, Leute. Pfui! Strawberry. Legen wir auf Strawberry, so soll es sein. So. Zack, passt. So, ihr Lieben, jetzt kann ich mal ein neues Ding kaufen. Da kaufe ich gleich ein paar Tomatoes. Ganz schnell jetzt noch ein neues Ding kaufen, ein neues Wasserfass, Leute. Die Hühner haben Durst. Leute, aua! Boah! Warum? Wahnsinn, sowas. Weg da! So, ja. Ich brauche auf jeden Fall brauchen. Einen Garten möchte ich schon machen, Leute. So, verkaufen wir das mal. So, zack. Ja, Wassertank einmal verkaufen. So, und dann stelle ich mal das Wäglein da raus. Wir kaufen gleich vier Wasserfässer. Was haben wir das Geld? So, die Wassertanks kaufen. Hier, Wassertank. Gibt es noch was Größeres auch als ein Wassertank? Nehmen wir eins, zwei. Nehmen wir mal zwei Wassertanks. Und ich glaube, was habe ich jetzt noch gesagt? Es regnet eh immer wieder. Weizensamen, Wassermann, Sprinkler, Pflanzenschutzmittel. Was ist das, der Pflanzenschutzmittel? Nehmen wir mal ein Pflanzenschutzmittel, Leute. Was haben wir ja, was habe ich jetzt gesagt, Leute? Wassertank habe ich gesagt. Was habe ich jetzt noch gesagt, Leute? Leute! Also, Dünger. Nö, Leute, das war's, oder? Dann nehme ich noch einen Wassertank. Nehmen wir drei Wassertanks. So, wunderbar, Leute. Es wird schon wieder dunkel. So, nehmen wir die Wassertanks. Die sind jetzt voll gefüllt. Drei Wassertanks. Was haben wir da? Pflanzenschutzmittel, ne? Wunderbar. Und jetzt kriegen die Hühnchen was zum Trinken, die haben Durst. Jetzt kommt nämlich mein Garten, Leute. Das ist schön. Mein Garten soll es sein. Oh, mein Tank ist schon wieder fast leer. Also, es ist überhaupt, es ist meine erste Aussaat, Leute. Schaut schon besser aus als vorhin.
Zack, wunderbar. So, und hiermit stelle ich das hin. Zack, wunderbar. Und sie haben wieder was zum Trinken, Leute. Also ich werde nie schlau aus diesem Ovoskop da. Ah, okay. Ich gehe schon raus. Ich muss sowieso jetzt einmal schlafen gehen, Leute. Es ist Abend. So, wie schaut es mit Verkaufen aus? Ich gehe jetzt einmal schlafen. Heuer machen. Hey, wir sind schon am 42. Tag. Geil. Mega. So, Wasser. Genau. Das Wasser stelle ich auch ins Haus. Für was habe ich in mein Haus? Was ist da drin eigentlich? Ah, okay, da. Wasser stell ich daher. Den Wassertank. Wunderbar, sehr gut. Die Scheune muss ich auch noch machen. Ach, du Schande. So, Tür zu, es stinkt. So, Wahnsinn, oder? Dann hätten wir Pflanzenschutzmittel. So, und jetzt kommt mein Garten, Leute. So, mein Garten, so. Aua, festgebuckt hier. So. Da wird mein Garten hingesetzt. Jawohl, mega krass. So. Garten. Kaktusbuntblatt. Holzfundament, Gewächshaus, Türrahmen, Gewächshaus, Tür, Gewächshaus, Wand. Gewächshaus, irgendwas. Großes Beet. So, dann werden wir mal die Beete da herstellen, den Peter. Dann werden wir da die Beete herstellen. So, und es braucht natürlich Holzplanken. Die habe ich auf jeden Fall, Leute. Da können wir schon die ersten Sachen dann anbauen. Ja, ich habe eh noch einiges an Holzplanken, aber es geht sie nicht mehr aus, Leute. Für alle Beete. So, zack, 18 Stück. Ich weiß, ich könnte auch mit dem Wagen dahin fahren, aber das, nö. Kostet mich wieder Sprit. So, zwei Beete gehen sich aus, Leute. Nö, gar nicht. Meine Fresse. Das muss ich ja bald wieder Holz machen. Will ich nicht. Also wird heute, also da jetzt, nicht Gartenarbeit gemacht. Zack, da 6. Das geht sich wegen einem einzigen Shit nicht aus. Oh ja. Zwei Beete werden fertig. Sehr gut. Wow. Wunderbar, Leute. Jetzt habe ich zwei Beete.
Nö, geht sich wegen einem nicht aus, stimmt. Scheiße! Wegen einem Holz. Wir haben schon wieder so viele Schweine, Leute. Das ist abnormal, wie viele Schweine wir haben. Wir müssen da mal aussortieren, Leute. Und das werden wir machen. So, da kommt der Garten hin. Das wird dann alles schön eingezäunt. Vielleicht kommt dann auch noch ein Gewächshaus. So, Leute. Erstens einmal muss ich mit dem da reingehen. Und nochmal eine ganze Kacke hier reinschmeißen. In den Komposter. Ich weiß nicht, was... Ich weiß nicht, was ich mit dem Komposter da machen kann. Wahrscheinlich so düngen oder sowas. Erst, ihr scheißt wirklich wie nichts Gutes. Ihr scheißt, das ist ein Wahnsinn. Alles abgeschissen da herin. So, wie schaut's aus mit dem Komposter? Jetzt wieder mal kompostiert. Jetzt wieder mal kompostiert wieder. So, gut. Wurst. Genau, Schweinefleisch haben wir da drin. Machen wir mal ordentlich Schweinefleisch. Ja, Wurst wieder. Eine Ding, eine Ladung. So soll's sein, ihr Lieben. So, wunderbar. Es wird Wurst gemacht. Salami. So. Also ordentlich Wurst produziert. Ja, so soll es sein, Leute, für den Verkauf wieder, dass wir wieder ein Schränkchen voll kriegen. Wir brauchen mehr Schränke, Leute. Wir brauchen mehr Schränke. Das ist wichtig. Wir werden das ein bisschen umstellen da. Okay, da ist die Wurst. So. So, die Wurst haben wir mal da. So. Käse haben wir dann nicht drin. Okay, also Leute, die Folge ist nämlich aus. Wurst wird jetzt auf jeden Fall einmal gemacht. Die reift jetzt einmal. Ich werde da ein bisschen umstellen. Und zwar die Produktion wird... Ich weiß nicht, wo soll die Produktion stattfinden? Ja, hier überall, ne? Da haben wir Schweinefleisch. Und da haben wir Schweinefleisch drin. Gut. Also ich muss ehrlich sagen, es ist ein bisschen Wirrwarr momentan. Ich brauche einen zweiten Kasten. Aufheben. Hierhin. Und das dahin. Genau, so passt's ja. Und da machen wir dann einen neuen Kasten hin für die Wurst, ne?
Vorarbeiter für Fleisch wird für Fleischproduktion verwendet. Genau. So, wunderbar. Da könnten wir dann noch eins hinbauen. Genau, Leute. So, wunderbar. Und da brauchen wir natürlich dann Holz und keine Ahnung was für die Zukunft, aber das machen wir dann später mal. In der nächsten Folge geht es also weiter. Also bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Game over, euer Horsti. Ciao.